Dieses Gaming-Video wird euch präsentiert von justnetwork.eu. Hallo, liebe Community, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Krömer packt aus, das Unpacking von Kröminio, eurem Fußball-Bilder-Sticker-Nerds eures Vertrauens quasi. Das ist die schlechteste Anmoderation, die ich je gemacht habe. Aber egal, liebe Community, sowas muss auch mal sein. Schaut mal, was ich hier anhabe für euch. Die Nummer 1 der Welt sind wir. So, ihr Lieben. Es geht weiter mit meinem geilen Fußballalbum. Hier seht ihr es. Ich habe nicht so viel gemacht in letzter Zeit, was einfach daran liegt, dass ich solche Sachen immer gerne mit euch zelebriere. Ich habe mir, keine Ahnung, jetzt in der Zwischenzeit habe ich mir ungefähr 10 Packs gekauft. Sag mal, dieses Cover, ne? Das verschmiert so leicht. Das ist echt krass. Da sind schon so viele Kracken und so drauf. Da sieht man auch mal wieder, was für eine billige Scheiße das eigentlich ist, ne? Also das, das Cover halt. Übrigens, ihr Lieben, ich habe das Album ja, man konnte es ja eine Zeit lang bei Panini im Netz bestellen, das habe ich bekommen. Das heißt, ich habe das Album jetzt zweimal. Ich werde das einem Schüler von mir schenken, von dem ich sehr viel halte. Und von dem ich glaube, dass er nicht so viel Geld hat, sich das selber zu kaufen. Gut, 2 Euro und so weiter. Aber ich werde auch meine ganzen Doppelten, weil jedes Mal, wenn ich so ein Album volle, habe ich 1 Million Doppelte, die ich dann irgendwie wegschmeiße oder so. Das heißt, die ich nicht mit euch tauschen werde, werde ich diesem Jungen zur Verfügung stellen. Und hoffe, dass ich ihm eine kleine Freude mache. Warum ich euch das erzähle? Ich will, dass ihr denkt, dass ich so voll der nette Mensch bin. Bin ich aber gar nicht. So, ihr Lieben, also es ist nicht viel, es hat sich nicht viel getan. Ich habe 10 Packungen, glaube ich, ohne euch geöffnet. Da war Manuel Neuer drinne. Mhm. Und ich war vor kurzem in einem Spielwarengeschäft und wollte für meine kleine süße Nichte etwas einkaufen. Und habe da ganz außergewöhnliche Sachen gefunden. Nämlich einmal das hier. Ne, das sieht ganz anders aus als das Multipack, was ich hatte. Das ist jetzt ein größeres Multipack, auch ganz anders zusammengestellt von der Aufmachung her. 80 Sticker, 10 Euro, finde ich fair. Ist auf jeden Fall billiger, als wenn man es im Laden kauft, weil im Laden kostet eine Packung mit 5 Bildern 70 Cent. Finde ich übrigens unfassbar. Früher hat so eine Packung 30 Pfennig gekostet. Ja? Und das andere, was ich cool finde, ist dieses Collectors Tin quasi. Das ist so eine Blechverpackung, da sind 25 Sticker für 5 Euro drin. Das ist jetzt nicht so ganz günstig eigentlich, aber die Verpackung ist halt geil. Und das Coole daran ist, dann fällt, ja, wollte ich gerade sagen, da fällt endlich mal weg, dass man irgendwie so 1000 Doppelte rumfliegen hat. Also die Doppelten, die man hat, kann man jetzt hier reintun, aber das wird auch schnell voll sein, denke ich. Aber immerhin. Ganz kurz, ich mach mal eben die Kamera an. Gut, ihr Lieben. Wir fangen mal an mit diesem Gerät hier. 5 Euro Collector Pin. Das gleiche gibt es übrigens auch. Panini hat ja 2 Sachen rausgebracht. Einmal irgendwie Trading Cards und einmal diese klebende Fußballsticker. Und die waren in einer, ich lege es mal hier hin, damit ihr es sehen könnt, die waren in einer großen Packung, also ne, zum Kaufen. Und ja, schon lecker. Und ich hätte fast das Falsche gegriffen. Ich hoffe, das ist jetzt das Richtige, das Collector's Tin. Ja, es sieht gut aus. Oh, ist richtig so mit Widerstand und so. Krass. Oh, amazing. So, hier sind jetzt nicht so viele Packs drin. Boah, sind die geizig. Guck mal, das Ding ist so, da sind wirklich nur 5 Packs drin. Aber die Packung ist natürlich toll. Ich habe auch schon 2 Doppelte jetzt. Muss ich überlegen. Ich habe erst 20 Packungen ausgepackt, habe jetzt schon 2 Doppelte. Ja, aber ich sag mal so, ein Mappen-Update oder so würde sich jetzt noch nicht lohnen. So, ihr Lieben, was wollen wir heute? Was callen wir heute, liebe Community, an, ich lege es mal ein bisschen zur Seite, doch, an Sachen, die wir haben wollen. Ich bin ja ein großer Mats Hummels-Fan, liebe Community. Ich habe ja auch das WM-Trikot von Mats Hummels irgendwie mit hier Endspiel, Aufdruck und so weiter und Original-Unterschrift. Fabi, ich danke dir nochmal dafür, du bist der Beste. Und deshalb call ich heute Mats Hummels. Das wär's, wenn da heute Mats Hummels drin ist. 15 Packs, der Call, Stevino setzt seine magischen Fähigkeiten ein. Und ihr werdet wahrscheinlich jetzt sagen, das ist alles gestellt. Ist es aber nicht. Ich habe einfach jetzt, mein drittes Auge ist aktiviert. Ne? Ihr wisst ja, meine Aura ist noch nicht geschlossen in diesem Bereich. Aber ich sage Mats Hummels, ich calle es. Und die Packungen sind zu. Ja? Sie sind zu. Es gibt keine Garantie auf Mats Hummels. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch wieder klappt. Ey, ich bin so der Hellseher. So, wir haben Miroslav Stok. Wir haben Diego Costa. Ich muss mal versuchen, meine dicken Finger da wegzunehmen. Wir haben, ja, jetzt habe ich den Zlatan doppelt. Ich werde bekloppt. Ja, Zlatan wieder. Habe ich zum zweiten Mal. Was los? Und hier haben wir, oh, das, die habe ich, glaube ich, auch doppelt. Krass. Da, in so wenig Packs hat man schon Sachen doppelt, ey.
So, André Piatow und Thibaut Courtois. Tobi Alderweireld, whatever. Belgien. Ja, ja, ja. Übrigens, ich habe eine ganz interessante Taktik, wie ich die Sachen einklebe. Ich klebe natürlich nicht jedes Ding einzeln ein, sondern ich mache immer so Länderhaufen, sodass ich die dann leicht am Ende einkleben kann, weißt du? Dann kriege ich einfach die verschiedenen Länder durch und dann braucht man, ja, das sind für jeden einzelnen. Oh, das wird jetzt interessant. So, wir haben hier einen gewissen Herrn Alaba, spielt beim FC Bayern. Das ist meine erste Bling-Bling-Karte. Und zwar Kroatien. Dann haben wir einen Schweden. Und zwar Mikkel Lustig, der Nachfrage von Peter Lustig. Wir haben den Herrn Cellini, das ist das Beißeropfer von der WM. Und wir haben hier den Panini, kommen wir schon auf die Startseite, Panini, so, er ist Fußball. So, das muss ich jetzt hier versuchen ein bisschen zu ordnen. Italien habe ich noch nicht, Schweden einfach auf Zlatan. Und Kroatien habe ich auch noch nicht als Haufen. So, wir machen weiter, ihr Lieben. Und ich warte immer noch auf Mats Hummels, den ich gecallt habe. Wir haben Jan Duricza. Wir haben, ist das Island? Ja. Aus der isländischen Startelf. Alter, heute läuft's aber krass. John Walters. Walters. Wir haben das Wappen von Italien. Vossos. Und wir haben Alexander Kerkasov. Ja, alles bekannte Namen. Ich muss hier viele neue Stapel machen. Russland haben wir auch noch nicht. Italien lege ich auf Cellini. Wir haben den zweiten Slowaken. Und wir haben einen irren Iren. Ha, ich hau mal wieder Wortspiel raus. Wir warten immer noch auf Mats Hummels, liebe Community. Oh, ich bin so aufregend. So, wir haben einen weiteren Slowaken. Irgendwie, es fällt ja auch der nächste sein. Wir haben die Schweiz. Seferovic und Memedi aus der Bundesliga. Wir haben, Türken hatte ich auch noch gar nicht. Er sieht auch aus wie ein typischer Türke. Semi Kaya. Ja, dann haben wir Peter Cech für die Slowakei. Sehr schön, nee, für Tschechien natürlich. Und wir haben Mangala aus Frankreich. Allele Bleu. So, jetzt muss ich das alles ordnen. Haben wir hier schon einen tschechischen Stapel? Nein, haben wir nicht. Französisch haben wir auch nicht. Wieder einen Slowaken. Die, nicht die Artgenossen, sondern die Eidgenossen, liebe Community. Das habe ich gelernt vom letzten Mal. Da habe ich, glaube ich, gesagt, die Artgenossen. Ja, ich bin halt ein Schlawiner. So, ihr Lieben, wir haben einen Werder-Spieler, Slatko Junuzovic, freut mich sehr. Sladi, die geile Sau. Wir haben David De Gea von Manchester United, ja, spanischer Torwart. Wir haben unsere Freunde aus Österreich, das ist schon wieder Sladi, aber den habe ich schon. Und Martin Hanek, die beiden für die Startelf habe ich schon. Dann haben wir wieder einen Tschechen und einen Russen. Darida, kennen wir auch aus der Bundesliga, bei Hertha. Und Roman Schirokov. Das kommt mir also bekannt vor, als hätte ich die alle schon. So, ich belege wieder meine Haufen. Österreich, Sladi, wo ist Österreich? Hier, den lege ich jetzt auf den Alaba. Spanien, Diego Costa und noch mehr Österreich. Gut. So, ihr Lieben, damit, das waren die ersten 5 Packs. Kein Mats Hummels. Aber ich habe ja noch 80 Sticker. Wollen wir mal gucken, ob er dabei ist. Und meine magischen Fähigkeiten ausreichen, um auch das richtig zu callen. Wir haben noch keinen deutschen Spieler. Die deutschen Weltmeister scheinen gar nicht so einfach zu bekommen zu sein, liebe Community. Wenn ich das mal so sagen darf. So. Wir haben Paul Pogba. Dann haben wir Breel Ambolo. Was ist? Wir haben Martin Olsson. Wir haben das, ist das Nordirland? Ja, nordirische Wappen. Und wir haben einen Rumänen, Mia Pintili. Ja, wer kennt ihn nicht? Also Schweden vertreten. Ich glaube, das ist der erste Rumäne heute. Nordirland haben wir auch noch nicht. Aber das Wappen, die Franzosen haben wir. Und die Schweizer haben wir auch. So, ey, ihr seht schon, ich bin so voll der Profi. Ich baller das hier runter. Amazing. So, was haben wir hier? Ungarn. Und zwar Adam Lang, wir haben Gerard Piquet von Barça, wir haben unseren zweiten türkischen Freund, Burak Yilmaz, wir haben einen Italiener, Mattia De Sciglio und wir haben Dries Mertens von den Belgiern, die übrigens momentan Nummer 1 der FIFA-Rangliste sind und für mich ja der Geheimfavorit auf den Weltmeistertitel. Wo sind denn die Italiener? Oder hatten wir heute noch keinen Italiener? Doch, da, natürlich mit Wappen. So, Ungarn hatten wir heute, glaube ich, noch nicht. Kommt da oben hin. Spanien haben wir schon 2 Karten. Und unsere Freunde aus der Türkei. Türkiye, Türkiye, sage ich.
Und Merhaba. Oh, wir haben einen gewissen Herrn Rooney. Wir haben jetzt beim Freundschaftsspiel festgestellt, dass die Engländer den gar nicht mehr brauchen. Wir haben einen Kroaten, Daniel Subacic. Wir haben einen Schweden mit dem typisch schwedischen Namen Erkan Sengin. Wir haben einen Isländer, Elmar Bjarnason. Und wir haben Vincent Kompany von Manchester City aus Belgien. Ich schaff's immer nicht ganz, das irgendwie mittig zu kriegen. So. Also, wir sortieren wieder ein. Wo sind die Belgier? Hier. Island hatten wir irgendwo auch schon. Island. Haben wir doch das Wappen, oder? Island? Nee, hatten wir nicht, sondern Team. England hatten wir heute noch nicht. Kroatien hatten wir auch schon da mit dem Wappen. Und Schweden sind heute sehr vertreten. Entdecke die Möglichkeiten. So, ihr Lieben. Ja, ich könnte das den ganzen Tag machen. Vielleicht sollte ich mal so einen 24-Stunden-Pack-Marathon machen. Wir haben das Wappen von Kroatien. Wir haben einen Rumänen, Adrian Popa. Wir haben einen Waliser, der ein bisschen aussieht wie Conor McGregor. Wir haben wieder unsere Freunde aus der Türkei. Schönen Gruß an dieser Stelle nochmal, weil, ja, ich freue mich sehr, dass die Türken wieder dabei sind. Die waren ja jetzt eine Zeit lang nicht dabei. Wir haben Lukaku aus Belgien. Und wie gesagt, hier zwei türkische Freunde aus der Startelf. So, Belgien haben wir heute viel und auch gute Leute. Wir haben hier das kroatische Wappen. Kroatien, wo bist du denn? Hier. Wir haben Rumänien ein zweites Mal. Und Wales hatten wir heute, glaube ich, auch noch nicht. Wenn mich nicht alles täuscht. So, wir warten immer noch auf die erste deutsche Karte. Der Weltmeister ist natürlich relativ rar hier. So scheint es zumindest. Wir haben hier einen Ungarn. Einen gewissen Herrn Elek. Gibt es in Hearthstone auch in den WoW. Wir haben hier Patrice Evra und Blaise Matuidi, französische Startelf. Wir haben die österreichische Startelf, Marco Arnautovic. Ja, kennen wir auch in Bremen, hat nicht mehr so viele Freunde. Und Marc Janko. Dann haben wir Portugal, hatten wir glaube ich auch noch nicht. João Moutinho. Und wir haben wieder Schweden, wir haben viele Schweden heute. Wernblom. Ja. Der Schwedenhaufen ist relativ voll. Portugal hatten wir glaube ich heute auch noch nicht. Mal hier ein bisschen Platz schaffen. Ungarn hatten wir auch schon, hier oben. Frankreich und Österreich. Tja, ihr Lieben, meint ihr, wir kriegen heute noch irgendwas vom Weltmeister? Trauen wir natürlich mal einen Call, ne? Wir haben Ungarn, Gerard, wir haben Peter Tschech aus Tschechien. Das ist auch lustig, ne, eigentlich? Peter Tschech aus Tschechien. Balas Dzhuzhashchuk, Ungarn, Spielführer. Wir haben eine schwarze Perle, würde Pape sagen. Ich schaffe es wirklich nicht, das gerade zu machen. Das ist echt krass. So, wir haben eine schwarze Perle aus Portugal, Danilo Pereira. Und wir haben wieder einen Belgier, Christian Benteke. Belgien ist sehr vertreten hier heute. Portugal hatte ich doch jetzt auch hier oben. Ungarn, ja. Tschechien, Peter Tschech. Und nochmal Ungarn. So, ihr Lieben, mir reicht's. Ich will jetzt deutsche Spieler haben. Ich will hier meine Weltmeister voll machen. So, wir haben einen Engländer, John Stokes. Ja, die waren gar nicht so schlecht gegen die Deutschen, ne? Obwohl, das war niemals ein Abseitstor von Gomez, von daher haben wir 3-3 gespielt. Dejan Lovren, oder Lovren, keine Ahnung, Kroatien. Wir haben hier ungarische Startelf. Wir haben einen weiteren Isländer. Und zwar wieder on Kjartansson. Und Belgien verfolgt uns. Jason oder Jason Denea. Ja, Belgien. Will uns das Kartenorakel heute irgendwas sagen? Vielleicht, ja. Ist das so ein Wink mit dem Zaunpfahl? Hier habt ihr es zuerst gehört. Liebe Community, wir werden gegen Belgien ausscheiden, will uns das Kartenorakel hier sagen, glaube ich. So. Viele Belgier heute. So, wir haben wieder Ungarn. Was ist denn heute los? Und ich merke auch wirklich, dass ich einige Karten doppelt halte. Zum Beispiel hier Marika. Ist natürlich bekannt als Bundesligaspieler, den habe ich schon. Also es wird heute wirklich richtig doppelte Karten geben. Wir haben wieder zwei Spieler aus der isländischen Startelf, die ich nicht aussprechen kann. Wir haben hier El Sharawi, Torschütze gegen Deutschland beim 1-4. Und Mavrav für Albanien, auch Bundesligaspieler vom FC Köln. Albanien habe ich heute auch noch nicht, glaube ich. Lege ich mal hier oben hin. Durchaus Italien, Ungarn habe ich unglaublich viele. Rumänien ein paar. Und Island ist auch hier heute sehr vertreten. So, ich muss mich ein bisschen beeilen. Es soll auch nicht zu lang werden hier. So, Marco Arnautovic, der alte Arschkrieger. Den mag, wie gesagt, in Bremen ist er nicht so beliebt. Das walisische Wappen. Dann wieder ein Schweden, Sebastian Larsson. Einen Portugiesen, Ricardo Quaresma von Beşiktaş spielt er jetzt, okay. Und
Lukas Dine, 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 Dick, ich weiß gar nicht, Dine, Französisch, ich liebe dich, ne, das lassen wir, Voulez-vous, wollte ich ja sagen. So, Marco, den lege ich ganz mal irgendwo unter, den kann hier keiner mehr sehen in Bremen. Wales und erneut Schweden. Ja, ihr Lieben. Ja, wie findet ihr das eigentlich, dass sie die Teilnehmerzahl der Europameisterschaft so hoch gemacht haben? Ich weiß gar nicht, ob es gut oder schlecht ist. Ist natürlich mehr Spiele, das ist gut. Aber auf der anderen Seite sind natürlich auch viele, Entschuldigung, das ist nicht despektierlich, aber viele Gurkenteams dabei. So, wir haben einen weiteren Werderaner, Lasso Klein heißt das, in der Winterpause zu uns gekommen. Hat noch nicht so viel gespielt. Tim Klose, also der spielt jetzt bei Norwich, krass, eigentlich VfL Wolfsburg. Ashley Williams aus Wales. Zwei Herren aus der irischen Startelf und natürlich, was sonst, die Belgier verfolgen uns. Simon Mignolet, würde ich sagen, spricht man das aus. So, der Belgien-Stapel, Irland hatten wir heute, glaube ich, noch gar nicht, doch hier. Der belgische Stapel, also ganz ehrlich, Ungarn mache ich heute voll. Wo sind denn unsere Eidgenossen? Die haben wir doch heute auch schon gehabt. Schweiz, wo ist denn die Schweiz? Bin ich blind? Wir hatten doch heute schon die Schweiz, oder? Wir hatten doch... Hä? Wieso liegt hier... Ah, ich habe die Türkei auf die Schweiz gelegt. Türkei ist nämlich hier hinten. Böser Krömer. So, achso, Wales haben wir auch. Wales ist hier oben. So, so viele Packs haben wir noch nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil wir noch keinen einzigen deutschen Spieler haben. Ja, jetzt haben wir ihn. Den ausgerechnet, den habe ich schon. Was ist denn da los? Ja, Manuel Neuer, Fußballgott. Welttorhüter. Am WM-Titel maßgeblich beteiligt. Ärgert mich. Nur, ja, gibt wahrscheinlich Manuel Neuer und Thomas Müller relativ oft. Naja, Manuel, was soll man, da kann man auch nicht traurig sein. Ihr Lieben, der Erste, der in die Comments schreibt, in die YouTube-Comments, Stevenio Fußballgott, dem schicke ich diese Karte. Per Post, falls ihr Manuel noch nicht habt. Also schreibt in die Comments, Stevenio Fußballgott, am besten mit eurer E-Mail-Adresse, dann schreibe ich euch an und schicke euch gerne Manuel Neuer. Porto geht natürlich auf mich. So, Mario Pasalic. Kroatien, rumänisches Wappen, Hannes, wir kennen ihn nicht, Hannes Halldórsson, das ist ein Nachfahrer von Didi Hallervorden, aus Island und schon wieder Zlatan Ibrahimovic. Also ganz ehrlich, ich habe noch nicht so viele Packs, aber ich habe jetzt schon so viel Doppelte, das ist richtig krass. So, wo ist Island? Wo ist Island? Ich habe doch schon ganz oft, ach hier, Island gehabt. Ja, Manuel Neuer, er gehört euch, wenn ihr ihn haben wollt. Kroatien war hier unten und Rumänien hier. So, jetzt haben wir nur noch 5 Packs oder 6, ich weiß gar nicht. Ich kann es nicht genau erkennen, ihr Lieben. Und jetzt wird es Zeit für Mats Hummels. Wir haben Adam Pinta, wir haben Andrej Kramaric, Kroatien. Wir haben das polnische Wappen, Polen, Spiel habe ich auch nicht, geschweige denn Herrn Lewandowski. Wir haben Italien, wieder Pelle habe ich auch schon. Und wir haben schon wieder Belgien mit 2 Startern, Vincent Kompany und Nicolas Lamberts. Ja, unglaublich viel Belgier heute, Ungarn. Ihr seht schon, wie routiniert ich die Karten schon zuordnen kann, weil ich weiß, was ist. Polen habe ich, das ist meine erste Karte. Oder? Meine ich. So, wir haben unsere Freunde aus Österreich. Und zwar Marcel Sabitzer. Wir haben einen Schweizer Torwart, Jan Sommer von Borussia Mönchengladbach. Wir haben schon wieder Zlatan Ibrahimovic. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich den habe. Alter Schwede, das ist wie das alte Panini-Prinzip, so irgendwie. Die Top-Spieler oder die Superspieler gibt es in jeder Packung gefühlt. Naja. Rui Patricio, Portugal und Ukraine. Andrei Pjatov und Adam Fedetski. Ukraine habe ich, glaube ich, auch noch nicht heute, oder? Ukraine, Ukraine, doch da haben wir schon einen. Sehr gut. Portugal hier oben hin. Österreich haben wir ganz viel heute. Schweiz auch. Ja, und Zlatan habe ich irgendwie jetzt zum dritten Mal. Krass. So, es ist immer noch, wir warten immer noch auf Mats Hummels, liebe Community, auf meinen Call. Wir haben hier Meister Eder, Graziano Pelle, Italien. Wir haben Koke von Spanien, habe ich auch schon. Krass. Wir haben Gülem aus Türkei. Wir haben das deutsche Wappen. Immerhin, liebe Community. Ich will auch nicht alles schwarz malen. Wir haben auch noch Angoli aus Albanien, immerhin, ja, was ist gerade hier das deutsche Wappen, Junge, was ist denn los? Immerhin, ne? Warum nicht immer nur rumjammern hier? Froh sein, dass man überhaupt so schöne Karten öffnet, bla bla. So, wo ist Türkei? Türkei war hier hinten. So, jetzt haben wir noch 2 Packs, ihr Lieben. Mats Hummels, wo bist du, frage ich mich. Oh, jetzt geht's ab hier. Schaut mal, deutsche Startelf. Bastian Schweinsteiger und Mesut
Özil, was ist? Wir haben zwei walisische Startspieler. Das ist Albanien, nicht Idiot. Wir haben mal wieder einen Schweden, Andreas Ikaksson. Ich meine, den hatte ich heute sogar schon. Wir haben zwei russische Spieler, Schatov und Djuba. Djuba, genau. Und wir haben mal wieder einen Belgier, was sonst? Alex Witzel. Ich glaube, den habe ich heute sogar schon doppelt. Also Belgien ist ziemlich penetrant, wenn ich das mal so sagen darf. So, Russland. So, ja. Läuft, glaube ich. Ganz spannend, ne? Nach 20 Minuten stellt sich ja echt meine Kamera mal aus. Jetzt läuft sie aber, glaube ich, hoffe ich. So, ja, letztes Pack, ihr Lieben. Scholtan Stieber, Ungar, hat auch beim HSV gespielt und war Fürth. So. Dann haben wir zwei Waliser, Joe Allen, Neil Taylor. Dann haben wir noch einen Waliser, George Williams. Wir haben Giorgio Cellini, den hatten wir heute auch schon. Und wir haben ein slowenisches Wappen, ja. Und damit ist eindeutig bewiesen, dass Krömer leider keine hellseherischen Fähigkeiten hat oder heute aus irgendwelchen Gründen diese überlagert wurden. Mats Hummels hat sich versteckt, liebe Community von mir. Vielleicht wirkt die ganze Sache auch über Zeit und er kommt später dazu. Ja, die deutsche Ausbeute ist heute sehr mau. Schaut mal, das ist alles, was ich habe heute an deutscher Nationalmannschaft. Meine Leute, die ich schon habe, das deutsche Wappen und zwei Spieler aus der Startformation. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Das waren jetzt wie viele Packs? 15 Packs. Sau viel Belgien, sehr viel Island, sehr viel Schweden. Das sind heute so die Gewinner des Krömer Calls. Was soll ich sagen? Mein T-Shirt hat kein Glück gebracht und Mats Hummels hat auf sich warten lassen. Mats, wenn du das jetzt hörst, ich bin enttäuscht. Hättest ja mal was machen können. Ja. Liebe Mundi, was soll ich groß sagen? Außer keep on trading. Keep on collecting, möchte ich sagen. Ja, fließend Englisch, der Krümel. Lecker Käse. Ja, ihr Lieben, also, wenn ihr mal eine neue haben wollt, diese Karte hier, dann schreibt mir, schreibt in die Comments, wenn ihr Fußballgott mit eurer E-Mail-Adresse, dann schreibt mich euch an, werde random einen auswählen und werde euch mal eine neue schicken. Falls ihr einen haben wollt, könnt ihr ja sein, dass ihr auch sammelt, liebe Community. Ansonsten würde ich sagen, ich sammle weiter, fröhlich. Ich werde nicht alles aufzeichnen, weil es ein bisschen lästig ist, glaube ich, aber viel. Das heißt, ich habe jetzt hier so ein Collectors-Ding, liebe Community. Haha! Und mit dem kann ich jetzt zumindest meine ganzen Doppelten vernünftig sammeln. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Danke, dass ihr dabei wart. Vielleicht hole ich mir, ich weiß auch nicht. Wisst ihr, ich könnte mir jetzt wieder so ein 50-Packungen-Ding holen. Nur, das Problem ist, dann hast du wieder, ich meine, sowieso 100.000 Doppelte. Und vor allem, was wesentlich schlimmer ist, dann ne, ist das Album dann fast voll. Und dann, ich finde es schön, mir so einzelne Packs zu holen und so Events daraus zu machen. Und die Europameisterschaft ist ja auch noch ein bisschen hin. Von daher kann man das ja wirklich ein bisschen zelebrieren. Und das ist doch das Schöne dran, oder? Man geht zum Einkaufen, kauft für den Tag ein und kauft sich einfach 10 Packs. So macht es Spaß, nicht so ein riesen Booster. Ja klar, für ein Unpacking hier ist so ein Booster geiler. Aber da mache ich lieber noch 5 Unpackings und habe meinen Spaß daran zu sammeln. Und es sind ja noch, keine Ahnung, wir haben jetzt April, 2 Monate Minimum, 2,5 glaube ich sogar, bis die Europameisterschaft losgeht. Und ja, man weiß gar nicht, ob man sich darauf freuen soll, irgendwie nach der Performance gegen England. Wobei, eigentlich waren wir ja nicht schlecht, ne? Eigentlich führen wir ja 3-0. Und gegen Italien, den haben wir ja richtig den Arsch versohlt. Das war ganz cool. Okay, das Spiel habe ich nicht gesehen, weil ich mit dem Graubenkipp gerechnet habe. Aber so ist das. Ihr Lieben, habt einen schönen Tag. Genießt das Frühlingswetter. Ich werde jetzt die ganzen Dinge einkleben. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Unpacking hier bei Stevinio, dem Zauberer. Und heute Mats Hummels, wo warst du? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Stevinio. Macht's gut. Ciao, ciao.